Ja. Mit meiner Freundin, die gerade ein kleines bisschen Schiss hat. Das gönne ich dir. Kurz, knackig zum Punkt. Wir sind gerade im Haus des Dockenzüchters. Oh, ich bin geblendet. Ja, ich wohl nicht. Tja, mit dabei sind schon die ersten Leute, die den Umzug gestalten werden. Alles wieder in Reihe und Glied wie in der letzten, wie man sonst immer gerne mal so in den Locations sind. Kühlschrank. Das Schlafzimmer. Der mit seinen Klamotten. Gesagt. Ja. Oh, die ersten Graffitis. Bekommst du Luft? Ja. Bestimmt der verwesten Tier. Ich glaube, das würde jemand hinter mir stehen. Oh Gott. Das ist hier so ein Verkaufskissen. Eieiei. Man spürt richtig wie hohl.
das hier unter dem Karton ist. Das man hier gerade nur auf einem Karton läuft. Oh! Absolut. Die Wände sind komplett grün vom Schimmel. Die Decke, die ist schon runtergekommen. Dann bin ich weg. Das Holz ist morsch. Ja, du siehst es auf den Videoaufnahmen. Ja. Die Hammer hat es auch. Hier ist die Decke schon schwarz. Vom Schimmel. Grün. Dass man die hören wollen? Nein. Ich mag das, wenn wir uns einig sind. Mhm. Hast du den geputzt? Nein. Das ist aber neu. Das Haus des Dockenzüchters. Das ist nur ein ganz kleiner Schnipsel von der Geschichte des Rittergutes, in dem wir gerade gewesen sind. Die Nachbarn, wir haben sie getroffen. Mit denen haben wir ein Bier gesoffen. Grüße gehen raus. Was sie sehen sollten, das war damals eine Rinderzucht der Dockenzüchter, der hier gewesen ist. Der hat 3 Jahre gemacht, ist danach pleite gegangen und lässt sich seit einigen Jahren nicht mehr blicken. Und seitdem ist die Location 1 Jahr später zum Hotspot geworden, wo wöchentlich gefühlte 100 Urbexer dort sind. Naja, ich würde es auf jeden Fall sagen, an der gesamten Geschichte sage ich erstmal bye bye und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat, und abonniert den Kanal von meiner Freundin auf Insta. Sie hat die Bilder im Nachgang angehangen. Einfach auf Josie Photography 2018. So kann man auch machen. Oder 2K18. Genau. So, ich würde sagen, bye bye.